Das vollkommene Gedicht wird nie einer schreiben. Es ist 11 Uhr vormittags, ich setze aus der Einfahrt raus, ein Stück den Berg rauf, winke meiner Frau, fahr die Straße runter und in die Welt. Das vollkommene Gedicht wird nie einer schreiben, nicht hier, nicht sonst wo, nicht auf ein Blatt Papier, auf die Straße, an die Mauer in Paris, in Peru, im Männerklo, im Wartesaal, wollen wir den Göttern dankbar sein.